Oh Junge, sieht das verboten aus. Er hat hier gerade so ein bisschen, das ist erotische Stimmung im Stall, Leute. Karlsson von Dach, Blödmann-Witze. Bereit zu kämpfen. Papa! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Farmlog, meine lieben Freunde, an diesem eher bescheidenen Montag. Ja, warum eigentlich bescheidener Montag? Also, wenn ihr in dieser Folge Lust habt, das Bauernklischee Nummer 1 zu hören, wie sich ein Bauer über das Wetter beschwert, ja, dann bleibt dran. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht reinschneiden, das schaltet jeder ab. Warum genau ist das Wetter das Problem? Ja, es regnet schön. Seit Samstag, also wir haben vom Kontext, haben heute den, wir haben heute Montag, den 9. Oktober und wir möchten gerne am Donnerstag Mais häckseln. Jetzt hatten wir aber seit Samstag 40 mm Regen, 40 mm Regen und geht gar nichts, ne? Also letzte Woche habe ich wirklich keine Zeit gehabt, irgendwie großartig was zu filmen und euch da mitzunehmen, weil Wetter bricht es eigentlich gut aus und dann hat das Ganze ja so einen Schwung genommen, der nicht so glücklich war. Und dann mussten wir halt zusehen, dass wir noch möglichst viel Fläche und möglichst viele schwierige Flächen fertig kriegen, bevor wir dann absaufen. Und ja, wir hatten gehofft, dass es nicht so schlimm wird, aber es ist so schlimm geworden. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt da hinten bei, oder Matthias ist da hinten bei, schon mal die Siloplatte sauber zu machen. Man sieht es, hier steht überall das Wasser. Jetzt wird es auch schon wieder mehr mit Regen. Ja, machen wir halt heute so eine Düdelarbeiten. Ne? Und wie das Ganze auf den Feldern aussieht, das gucken wir uns gleich an. Na, und dann müssen wir halt noch mal so ein bisschen abwiegen, wie das jetzt ja, werden wird am Donnerstag. Ne? Weil alternativ hätten wir noch einen Termin am 19. Ne? Da könnten wir das auch noch machen mit Häckseln, wenn das wirklich absolut nichts wird. Weil Mittwoch sagt er auch wieder Regen, Mittwochnacht. Auch wieder 10 mm. Und ich sage euch da ganz ehrlich, Leute, ne, so bei Maisernte mal festfahren, ne, alles lustig, alles haha, hihi, ne. Aber wenn das einen ganzen Tag in so einer absoluten Schlammschlacht ausartet, wo irgendwie kein Trecker alleine über den Acker kommt, da habe ich keinen Bock drauf. Ne. Vor allem kannst du den Acker danach in eine Tonne treten, so, kannst vergessen. Wir gucken uns das gleich mal an, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie das hier aussieht. Ja, wir machen hier halt so die Woche noch so ein bisschen Tüdelarbeiten. Ich glaube, das wird hier so ein kleiner Update-Vlog zwischendurch für euch, damit ihr mal wisst, was der Stand der Dinge ist hier. Habe ich so ein bisschen versäumt, letzte Woche zu filmen. Da gab es auf jeden Fall ordentlich Drill-Action. Das gucken wir uns auch noch an. So die ersten Feldaufgänge sind da. Der erste Roggen ist aufgelaufen. Und ja, heute ist eigentlich nur Saubermachprogramm. Alles null interessant. Ich setze mir bei den Regen noch mal eine schöne Cappy auf. Oh Junge, sieht das verboten aus. Also wenn ich die Cappy hier so trage, dann sollte da als Text oben drauf stehen irgendwie sowas wie Schlag mir in die Fresse oder so. Ja, das war zuletzt irgendwie 2014 cool, das eher 2002. Ah, auch nicht so. Ja, ihr merkt schon, Leute, bei meinem Wasserkopf, Mützen stehen mir nicht besonders gut. Ne? Für modische Updates, da solltet ihr irgendwie hier Bio-Peters oder so folgen. Der hat das mehr im Griff. Ja, ich habe auch keine Lust, hier so ein begossener Pudel rumzulaufen. Ne? So, das ist dann so wie hier, die ganzen Strohecken. Hier war ja vorher die Strohmiete. Die haben wir weggestapelt, muss das ganze Stroh noch einmal weg. Und wenn wir schon mal dabei sind, zeige ich euch einmal das Einstreuen. Da fahren wir einmal eine Runde Maxum und dann gucken wir uns mal das Einstreugerät bei den Bullen an. Ja, da der Maxum, na, hier kommen wir mal aus. Leise bitte. Wenn du das Rad zu doll drehst, dann wird er wieder lauter. So ist gut. Entschuldigt, der Maxum ist ein bisschen dreckig, ist nun mal leider Haus- und Hofschlepper. Zum Einstreuen haben wir natürlich, um das Ding hier zu bedienen, das Terminal, da müssen wir einmal anmachen. Und damit wir noch hinten Öl haben, um das alles zu bedienen, sollen wir ein bisschen Druck geben. Ah, jetzt hören wir es auch schon. Dann einmal Klappe betätigen. Ja, das ist so ein Nebeneffekt, der ist ein bisschen laut. Und dann haben wir den Ballen schon reingeklappt. Wird das Ding einmal mit der 3-Punkt angehoben und dann fahren wir mal weiter in den Stall damit. Ne? Also eine Einstreugeräte, die gibt es ja in mehreren Ausführungen. Das hier ist natürlich jetzt für die 3-Punkt-Anhängung. Das Ganze gibt es auch in der gezogenen Variante. Ist natürlich ein bisschen schonender für den Schlepper, weil das ist ja auch immer ein bisschen Gewicht, wenn du so großen Strohballen drin hast. Plus,
das Gewicht vom Einstreugerät selber. Muss man schon mit Bedacht machen. Als Vorteil ist man natürlich sehr, sehr wendig, ne? Und kommt halt auch richtig schnell und easy going in jede Ecke rein. Das ist dann, da muss man sich dann doch ein bisschen mehr einen Kopf machen, wenn das Ding nur gezogen ist. Jetzt klingelt das Telefon. Mal sehen, wenn das schon wieder so ein Saftsack ist von den freien Bauern. Nee, tatsächlich nicht. So, Telefonunterbrechung vorbei. Wir stehen jetzt hier in unserem Bullenstall. Die Jungs stehen hier auf Stroh. Die haben wir heute ausgemistet. Ja, dann müssen wir mal runterschalten in Gang Nummer 9. Da geht das nämlich am besten mit. Und dann müssen wir jetzt einmal ein bisschen nachstreuen. Und zwar machen wir da einmal mit der Zapfwelle unser Gebläse an. Ja, da kommt schon das erste Stroh raus. Dann geben wir Druck auf unser Steuergerät. Dann können wir nämlich unseren Turm bedienen. Und wenn das in Gang ist, dann hört er auch auf rumzuquieken. Und dann geht das immer so. Einmal in so einer festen Position halten. Ein bisschen nachregeln. Und dann wird hier so eigentlich nur eingestreut. Relativ simpel. Und man kriegt natürlich auch viel eingestreut in sehr, sehr kurzer Zeit. Natürlich ist es für die Tiere erstmal ungewohnt, aber wenn man da sieht, das juckt die gar nicht. Ne? Da schütteln die sich so ein bisschen und danach toben die da am Stroh rum und dann ist da gut. Was man nur ab und zu gucken muss, so wie es jetzt ist, dass sich das Stroh mal ein bisschen aufstaut. Da muss man die Klappe mal wieder ein bisschen runter machen, dann klemmt das mal, lässt den Kratzboden ein bisschen zurücklaufen. Oh, dann lassen wir ihn jetzt einmal wieder vorwärts laufen, dass er ein bisschen in Gang kommt. Ist immer alles ein bisschen blöd, wenn man eine Hand dann zum Film hier hat. Das hier irgendwie zu koordinieren. Vorführeffekt, ne? Aber kennt ihr das, wenn den ganzen Tag so nasses Wetter ist und ihr geht mit vollgesifften Klamotten auf den Trecker rauf und die ganze Kiste beschlägt eigentlich nur, weil hier so ein Tropenklima herrscht? Oh, halt Gusche! Mann, heute ist echt Vorführeffekt, sein Vater. Haben wir hier jetzt einmal die Seite gewechselt, ne? Und da haben wir angefangen. Das sind die beschlagenen Scheiben, die ich meine. Warum? Machen wir hier jetzt weiter? Und ich denke mal, jetzt sollte das alles ein bisschen flüssiger laufen. Schön, schön. Was der Streuer nämlich ganz gut kann, der kann bis zu 18 Meter schmeißen. Weil hier ist gespiegelt, das heißt, da eine Bucht und da gegenüber eine Bucht. So, das heißt, da ans andere Ende müssen wir auch, weil da der Gang ist nur für einen Weidemann. Ne? Da kommen wir mit dem Trecker nicht rein. Das heißt, er muss ziemlich weit pusten und dafür wieder einmal Druck, dass wir gleich wieder schön rumquieken können. Und dann schaut das Ganze dann mit ordentlich Drehzahl so aus. Jetzt würde man natürlich sagen, ja, mit dem Staub alles so semi-gut. Ist natürlich für die Tiere auch mal eine Belastung, wenn die in so einem Staub drin sind. Sage ich ja, gebe ich vollkommen recht. Alternativ kann man an diesen Streuern noch ja, so eine Bewässerungseinrichtung nachrüsten, sodass dann das Stroh befeuchtet wird und natürlich die Staubwirkung deutlich zurückgeht. Aber ich sage mal so, wir konnten jetzt hier nicht großartig feststellen, dass die Bullen großartig beeinträchtigt werden durch den Staub. Es ist halt auch immer so, was für ein Stroh und zu was für Qualität man das erntet. Wenn das natürlich sehr pilziges Stroh ist, dann macht es die Sache natürlich nicht so gut. Aber wir haben ja eigentlich eine gute Strohqualität. Von daher mache ich mir da jetzt keinen so großen Kopf. So, und das war's schon. Fertig eingestreut. Nicht mal 5 Minuten gedauert. Ja, dann machen wir hier wieder alles. Kratzboden aus. Die Auflösewalzen sind das hier übrigens. Die muss man auch mal extra zuschalten. Die machen wir auch aus. Druck weg. Zapfwelle aus. Ja, und so sieht das dann aus bei den Jungs, wenn die eingestreut sind. Heute haben sie mal wieder so einen ruhigen Tag. Manchmal neigen sie dazu, beim Einstreuen dann auch so ein bisschen rumzutoben. Er hat hier gerade so ein bisschen... es ist erotische Stimmung im Stall, Leute. Erotische Stimmung. Ja, so sieht das halt aus, ne? Das ist übrigens der Regen seit heute Morgen. Ja, laut dem hier sind wir irgendwo bei 8 mm, aber ich glaube, das waren mehr. 10 waren das bestimmt. Plus 29, die drin waren, die ich heute Morgen ausgekippt habe. Also 40. Gottverdammt nochmal 40 mm. Ich habe jetzt einfach mal meine Kamera hier in die Jacke eingeklemmt, also bereit zu kämpfen. Papa! Übrigens ein Hochdruckreiniger von Kärcher. Ich glaube, das sieht man gerade nicht, ne? Ich glaube, das ist mir auch relativ egal. Ich glaube, ich sag mal lieber nichts weiter. Leinen los. Ich möchte ja auch hier ein bisschen Arbeitsfreiheit haben mit meinem Gewehr. So sieht es aus, wenn man von seinem Crush angeschrieben wird.
Für meine älteren Zuschauer, ich weiß, es sind ja so ein paar, ne, Ü40 dabei. Das heißt, wenn man von der Frau angeschrieben wird, die man sehr gern mag, aber die weiß nicht, dass man die mag. Dann neigen pubertierende Teenager ja doch schon mal so ein bisschen zu explodieren. Wenn ich hier jetzt fleißig am Saubermachen bin, hatte ich mir gedacht, ach, ich erzähle hier einfach mal so ein bisschen nebenbei einen vom Leder, was dann so meine aktuellen Gedanken sind. Habe ich die Aufnahme überhaupt an? Ja, ich habe sie an, geil. Ich glaube, ich war schon erstmal fertig mit meiner Karlsson von Dach Blödmann-Witze. Und wir sehen uns gleich, also tschüss. Für die Tierfreunde unter euch, hier sind übrigens meine Mädels zu Hause. Keine Sorge, nicht nur draußen. Die haben da schon ihren Stall, nur ja, das sind Schlechtwetterkühe. Die können das auch so ab und die kommen gerade vom Futtern. Na du? Niedlich, nein, pfui. Ja, das sind sie. Oh, guck mal, dahinter. Seht ihr das? Da ist gerade ein Reh am Futtern. Mädels, da aufpassen. Fass, fass. Oh, das Reh hat gerade gekotet. Ja, das ist eine Sache, die wir mit einer GoPro nicht erkennen können. Oh, schön. Ey, Mann! Wo kam das her? Psst. Oh, schnell weg. Naja. Oh, das wird ja immer fieser mit dir. Ach, du guckst so unschuldig. Du süße Maus, du. Aber das ist nicht lecker. Ja, schlapper mal weg. Gut. So, wir fahren jetzt hier einmal an zwei Stationen vorbei. Wir fangen jetzt einmal an mit der Zwischenfrucht. Einmal die Zwischenfrucht, die ich zuerst ausgesät habe. Und die lässt sich schon blicken. Also wir haben da eine ordentliche Matte. Da fahren wir mal ein Stück vor. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich blende euch hier im Hintergrund mal einmal Bilder von gestern ein. Da bin ich da schon so ein bisschen drin rumgestiefelt. Not bad. Kann man machen. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Zwischenfrucht. Die wurde nur 3 Wochen später ausgesät. Sieht man schon den Unterschied, ne? Dass da 3 Wochen zwischenliegen vom Wachstum her. Und das Problem jetzt bei der später gedrillten Zwischenfrucht ist auch ganz einfach, dass wir viel mehr Ausfallgetreide hatten durch die Witterung und das Ausfallgetreide natürlich sich dementsprechend sehr breit gemacht hat und ja, durch den Konkurrenzdruck dann halt auch weniger Zwischenfrucht aufgelaufen ist. Wir sind jetzt hier, das ist der Roggen. Man sieht jetzt schon so einen leichten Pflaum auf dem Acker, einen leicht grünen Pflaum, der ist gerade aufgelaufen. Ne, den habe ich letzte Woche Montag gedrillt, also genau 1 Woche alt, der Kollege hier. Bin sehr, sehr zufrieden mit dem Feldaufgang, sehr schön gleichmäßig. Hier das gleiche Spiel, auch Roggen, auch schön gleichmäßiger Feldaufgang und wir sehen die ersten Pfützen. Und wir sehen auch die ersten größeren Pfützen. Wohlgemerkt, Leute, ich habe hier geackert bei besten Bedingungen. Also wir hätten nicht zu besseren Bedingungen hier ackern können, so dass man eigentlich keinen Spielraum dafür hatte, dass ja, der Acker großartig verschlammt, verschlemmt oder sonstiges. Aber es steht überall das Wasser. Und das ist mein Raps. Am Vorgewende sieht er ein bisschen traurig aus, aber im Stück, oh, da sieht das schon nicht schlecht aus. Da können wir noch mal gucken fahren. Hier am Raps. Das ist übrigens meine zuletzt gedrillte Zwischenfrucht. Das ist hier Senf mit Facelia. Ist ganz okay geworden so. Nur hier haben wir halt was anderes gemacht. Hier habe ich nur mit der Scheibenegge vorweg gearbeitet und dann mit der Drillmaschine. Und hier sieht man halt die Verdichtung extrem. Ja, auch da vorne, schöner Pool. Ja, wir hatten Regen, Leute, wir hatten Regen. Ja, der ist schon gut geworden, ne? Also, ich bin da schon sehr zufrieden mit. So, das ist der andere Rapsacker. Wie gesagt, dafür, dass wir erst 2. 3. September hier den Raps gelegt haben. Gesät haben. War ja nicht mit Einzelkorn. Hat er sich sehr gut entwickelt. Ja? Haben mittlerweile auch relativ gut dicht gemacht. Und ich schätze mal, bis dann hier der Vegetationsstopp einsetzt, werden wir hier eine gute Entwicklung haben. Und dann wird das schon passen. Ja? So Leute, jetzt müssen wir aber hier mal in Mais schauen, weil heute muss eine Entscheidung getroffen werden, ob wir nun am
Donnerstag Mais häckseln werden hier. Oder das Ganze lieber sein lassen und um eine Woche verschieben. Weil ich, wie gesagt, nicht so Lust habe auf Stammschacht. Also mal gucken, ob ich hier elegant über den Stacheldraht rüberkomme. Soll mich aufpassen, hier ist nämlich Stacheldraht noch unten drin. Und hier ist auch gleichzeitig Graben. Oh nee, ich möchte eigentlich ungern mit meinen Klötzen hängen bleiben. Ne, komm, heute sind wir mal nicht so gelenkig, wir gehen da außen rum. Ein Phänomen, was man jetzt die letzten Tage hier beobachten konnte. Aus den 45 mm. Es steht überall Wasser. Egal, ob die Fläche bearbeitet ist oder unbearbeitet ist. Wir haben Wasser überall. So, das ist eher so ein Vorgewinde. Ja, das geht, aber das sehe ich schon, so die erste Wasserpfütze. Aber wir müssen jetzt an der Stelle hinlatschen, wo ja, man trifft die Entscheidung fällen kann. Ja. Wo man sagen kann, ja, das ist eine Stelle, wenn es da brenzlig wird, dann ist das überall brenzlig hier auf dem Acker. Schauen wir mal, ohne dass ich hier zu nass werde. Da haben wir auf jeden Fall schon die ersten Kollegen rumgefratzt. Und aus dem letzten Video habe ich jetzt erfahren, wenn die Kolben so abgenagt sind, soll das ein Dachs gewesen sein. Und kein Schwein. Sieht man ja schon, die wurden unten abgestoßen, die Maispflanzen. Und dann wurde einmal ringsrum lang geknabbert. Hier fühlen sich auch schon die Schnecken heimisch. Oh, ist das eine fette Schnecke. Kannst du doch erzählen, was du willst, aber wir sind doch hier schon an der 4 Meter dran. Ja? Aber wenn die Kolben hier schon in 2 Meter Höhe hängen, meine Güte, ertraglich wird das hier nicht der schlechteste Mais sein. Aber hier kommen auch schon interessantere Stellen. Weil hier sehen wir auch so Spuren. Ich glaube, das ist ein Dachs, ne? So, kleine Krallen. Und wir sehen schon den meinen Schuh. Also, Fazit. Ertrag wird wohl gut werden, aber Ernte machen wir nächste Woche. Das ist diese Woche einfach, das wird keinen Spaß machen. Ich habe auch eben noch richtig Pech gehabt. Das ist hier ja so mein Transmitter fürs Mikrofon. Der ist mir da drin eben abgefallen. Können wir erstmal schön eine halbe Stunde hier im Maisfeld suchen. Das ist aber auch wie die Nadel im Heuhaufen. Nochmal Glück gehabt. Aber ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist, wenn wir das diese Woche machen und den Ausfalltermin nächste Woche haben, dann sollte man, glaube ich, lieber den Ausfalltermin nächste Woche wahrnehmen. In der Hoffnung, dass das Wetter dann besser ist. Aber erntetechnisch nächste Woche erst. Diese Woche, ich glaube, dann versenken wir hier alles, was irgendwie zu versenken geht. Da habe ich erstmal keine Lust drauf. Zweitens ist natürlich keine nachhaltige Bewirtschaftung, wenn du deinen Acker komplett kaputt fährst. Und drittens möchte ich hier nachher auch noch Weizen ackern. Aber wenn der Acker komplett kaputt ist, den wieder hinzukriegen mit dem kurzen Saatfenster, was wir haben, ist ja schon Mitte Oktober, wenn wir dann hier häckseln, möchte man Weizen doch auch schon allerspätestens Anfang November drin haben. Hätte man früher häckseln können? Ja, aber dann hätten wir hier wahrscheinlich ein TS-Gehalt gehabt von 31 oder so. Mir persönlich zu nass. Wir streben ja schon 33, 34 an. Bei Frost willst du auch nicht häckseln? Ja, keine Ahnung, Leute. Das ist auf jeden Fall alles. Es ist weich und die Bauern regeln mit. Wenn der Boden an den Füßen klebt, man nicht auf den Acker geht, tritt dann auch schon so in Kraft. Und hier, da steht das Wasser. Hier steht Wasser. Es soll nicht sein. Krieg die Latschen mal wieder sauber. Ja, sieht aus wie so eine schöne Bremsspur, wie man sie sonst nur in der Unterhose hat, wa? Mein Gut, hier war gestern jemand mutig. Die haben gehäckselt. Die haben sich auch nicht festgefahren, ne? Ich meine, ja, ein paar Ecken sind beim Acker so ein bisschen ramponiert, aber ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, oder hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber wie gesagt, Mittwoch da nochmal 10 mm Regen auf. Das ist nicht zumutbar, Leute. Die Sonne ist doch nochmal rausgekommen heute. Und ich habe mich auch ein bisschen auf den Acker getraut. Hier funktioniert das auch, aber auch nur, weil das hier Sandboden ist. Ja? Das ist einer der wenigen Vorzüge, wenn man so einen Sandboden hat. Egal wie viel das regnet. Du kommst hier relativ schnell wieder rauf. Ja, und das ist jetzt der Fall. Ich habe mir jetzt nämlich mal die Fräse hintergeklemmt. Boah, das ist ja auch eine dreckige Linse, du. Jesus Maria. Boah, immer noch nicht besser. Mal eben ein bisschen über den Dickbauch reiben. Aber die Fräse, die stelle ich euch einfach mal im nächsten Video vor und warum man so eine Fräse einsetzt und was sie überhaupt kann.
Na, das sparen wir uns für dieses Video mal. Das ist jetzt einfach nur mal so ein kurzes Update für euch zwischendurch. Na? Also wie gesagt, im nächsten Video mehr zu dieser Maschine da hinten und was hier sonst noch so passiert. Ich bin optimistisch, dass ich morgen, wenn das Saatgut kommt, das ist nochmal so eine Geschichte. Lassen wir außen vor. Dann wollte ich eigentlich morgen noch ein bisschen Roggen drillen. Na? Und wenn ich richtig viel Glück habe und Mittwoch nicht so viel Regen kommt, kann ich hier Donnerstag auch noch ein bisschen was machen. Ne? Aber Maisernte steht jetzt fest. Wir haben den Termin von eigentlich diese Woche Donnerstag jetzt verschoben auf die nächste Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag ist. Das war der 18. meiner Meinung nach. 18. müsste ein Mittwoch sein. Naja, es hilft nichts, Leute. Schritt für Schritt müssen wir hier weiterkommen. Ne? Ich wollte hier eigentlich alles im Oktober noch fertig geackert haben und geerntet haben. Wird eng. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem von euch, der bis zu dieser Stelle dabei geblieben ist bei diesem Video. War ja doch ein bisschen eher laber- und erzähllastig, ne? Wenig Action und so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal so ein kleines Update zwischendurch zu kriegen vom Hof. Und ja, würde sagen, ich freue mich über ein Like, ich freue mich über ein Abo. Ihr dürft das Video gerne teilen, ihr dürft das Video auch gerne kommentieren. Wenn ihr Kritik habt, auch gerne in die Kommentare. Und würde sagen, ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, ciao, ciao, meine lieben Freunde.